Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Die drei Fragezeichen Gespensterjagd. Und ja. Natürlich haben wir was vergessen. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Neptun wird dir helfen. Es ist natürlich nichts, was mit dem Wasser direkt zu tun hat, sondern hier hinten am rechten, gut sichtbaren Ende des Bildschirms. Da ist eine Flaschenpost. Diese werden wir jetzt mal öffnen. Und werden mal schauen, was wir da drin haben. Flups und eine Filmrolle haben wir. Vielleicht bringt der Film Licht ins Dunkel. Ja, werden wir jetzt mal rausfinden. So, dann springen wir mal eben kurz nach Hause. Und so ernährt sich langsam das Eichhörnchen. Aber warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich würde hier mal noch einen kurzen Zwischenstopp machen. Ich würde mir gerade mal noch mal ein paar kleine Stückchen Moneten verdienen. Weil die können wir bestimmt später noch mal brauchen. Das war auch Kunststoff, das Elektro, das Glas. Ah, das war auch Metall, oder was? Naja, gut. Zack. Zacker. Okay. Okay. So, hier $1 holen wir uns noch. Sehr gut. So, zacka. Gucken wir mal eben kurz. $13, das sollte eigentlich erstmal reichen. Nur damit wir schon mal ein bisschen Cash auf Tash haben. So, dann wollen wir hier mal eben den Film rausholen. Zack. So. Ah, gucke mal. Okay, da haben wir die Fotos drin. Die entwickeln sich jetzt langsam. Ah, da haben wir... Ist das irgendeine Statue? Ach, das ist der Brunnen. Ah. Was soll das denn bedeuten? Guck doch mal genau hin. Also mir kommt es sehr bekannt vor. Ja, das ist die Statue auf dem Brunnen. Ich weiß auch, was wir zu tun haben. Ich weiß auch, was wir zu tun haben. Okay. Also wir müssen jetzt irgendwo diese Mütze da herholen. Die müssen wir eben da oben draufsetzen. Okay, und die Mütze, würde ich sagen, kriegen wir bei dem Ding, oder nicht? Bei dem Filmstudio. Also wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ah, der hat die schon auf. Denkt ihr das gleiche wie ich? Ja. Der Unbekannte will uns verschaukeln. Sehe ich genauso. Die Sache macht langsam keinen Sinn mehr. Bisher hat er die Fäden gezogen und wir haben mitgespielt wie Versuchstiere. Er war uns immer einen Schritt voraus. Der schickt uns sinnlos von einem Ort zum anderen. Genau. Wird Zeit, dass wir das Ruder übernehmen. Genau. Weil wir wissen natürlich, wie das funktioniert. So, aber ich denke jetzt mal... Warte mal, wir können ja jetzt mal hier durchgehen.
Jetzt gehen wir erstmal gucken, haben wir hier jetzt irgendwas? Nee. Nee, hier haben wir nix. Nix, nix, nix. Dann gehen wir mal vorne nochmal zu der Striptease-Bar. Er schon wieder. Wir wollen Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Ich weiß nichts. Ich habe keinen gesehen. Ich habe keine Ahnung. Auf Wiedersehen. Okay, das heißt also schon mal, der weiß eigentlich was, aber er will es uns nicht sagen. Müssen wir ihn irgendwie bestechen oder so? Nee, okay. Ja, hätte ich jetzt kein Problem damit gehabt, ihm einfach ein paar Groschen rüberwandern zu lassen. Nee, zu dir wollte ich jetzt eigentlich nicht. Zu dir, Gauner. Okay. Können wir noch mal zu dem Herrn hier gehen? Hallo, was kann ich für euch tun? Eigentlich wollten wir gar nichts Bestimmtes. Tja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke ebenso. Können wir hier noch mal schauen? Da hat man jetzt nur die Telefonnummer. Das heißt ja irgendwie, dass er auch schon mal hier gewesen sein muss. Deswegen hätte ich jetzt mal irgendwie gesagt, sprechen wir mal mit Inspektor Cotta. Wer da in der Zelle gewesen ist, dann weiß man das ja schon. Aber das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Boah, das Warenhaus. Warte mal, haben wir jetzt hier an dem Fernseher irgendwas Traf zu Neues? Gesprächen im Weißen Haus. Hollywood. Alfredo Di Cava, der im letzten Jahr verstorbene Regisseur, wurde nachträglich mit dem Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Nur noch das aktuelle Wetter für Los Angeles und Umgebung. Den ganzen Tag scheint die Sonne bei Temperaturen um 27 Grad. Das war der Los Angeles Report. Bleiben Sie dran, wir melden uns gleich zurück. Okay. Okay. Bin jetzt mal noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Was es da mit dem Hut da auf sich hat. Ah, die Herren Detektive. Nur zu. Alles ist käuflich in meinem bescheidenen Geschäft. Auch du? Warte mal, kann ich dem... Ah, okay, ich dachte, ich könnte ihm jetzt ein paar Informationen abluchsen. Haben wir hier irgendwas Neues? Nee. Okay. Da haben wir auch nichts Neues. Jetzt haben wir erstmal genug Lola getrunken. Jetzt müssen wir hier erstmal was arbeiten. Kann man nicht den ganzen Tag Lola trinken? So weit kommt's noch. Traf sich zu Gesprächen im Weißen Haus. Ja gut, Hollywood. das hatten wir ja schon. Alfredo Di Cava, der im letzten Jahr verstorbene Regisseur. Das hatten wir ja schon. Und das hatten wir hier auch schon. Okay. Ich weiß genau, was zu tun ist. Ja gut. Ich weiß auch ganz genau, was zu tun ist. Mit einer Karnevalsmütze. Karneval. Gab es da irgendeine. Ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie eine Verbindung entstanden Ihr wäre. seid's. Ich habe aber leider keine Zeit. Arbeit, Arbeit. Ja, Onkel Titus, ist gut. Karneval. Hallo, ich habe leider überhaupt keine Zeit.
Ja, war klar. Keine Zeit, die ganze Zeit, keine Zeit. Verkleiden. Verkleiden wäre Filmstudio. Aber ich komme nicht ins Filmstudio, weil wir da irgendeinen Code brauchen. Ich komme nicht ins Filmstudio, weil wir da irgendeinen Code brauchen. Aber warte mal, wir könnten... Vielleicht ist das der Hinweis. Vielleicht sollen wir den Alfred Hitchcock nochmal anrufen. Das haben wir ja vorhin mal probiert. Da war aber keiner... Oder vielleicht ruft er uns an. Aber das wäre jetzt meine Idee gewesen, mal den Alfred Hitchcock anzurufen. Aber vielleicht ruft er uns ja jetzt schon an. Hallo? Justus? Hier ist Tante Mathilda. Für euch ist ein Paket abgegeben worden. Kommt doch schnell mal vorbei und holt es euch ab. Ah, okay, aber warte mal, ich würde mal gerne 701 706. Das ist natürlich aufschlussreich. Na gut, dann gehen wir mal eben gucken nach dem Paket. Nee, da wollte ich nicht hin. So. Moin. Was war das? Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Oh Mann. Dass ich die drei Fragezeichen einmal hereinlegen kann. Naja. Hier, das hat jemand für euch abgegeben. Schon wieder eine Kiste. Los, wir untersuchen sie in der Zentrale. Aha, okay. Na! Ah! So, dann wollen wir mal eben hier in die Zentrale gehen. Ich kann die jetzt... Achso, okay. Mhm. Oh, oh. Mhm. Ah ja, natürlich. Macht man einfach an so einer Bombe mal ein paar Drähte ab. Irgendwie muss man das Ding noch entschärfen können. Mhm. Sollte schon irgendwie möglich sein, ja. Ist aber auch die Frage, ob... Oh nee, die Zeit wird knapp. Ah, die explodiert nicht. Müssen wir jetzt, glaube ich, einfach warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Ja, war klar. Ah! Mann, was will der Kerl von uns? So, jetzt reicht's mir. Jetzt werden wir den Fall routinemäßig aufklären. Und was bedeutet das? Befragungen. Wir fangen gleich bei Tante Mathilde an. Irgendjemand muss ihr ja die Kiste gebracht haben. Okay, gut. Also ich habe am Anfang tatsächlich versucht, die Dinger da, aber als ich dann gemerkt habe, okay, man kann die Drähte nicht mehr durchdingsen, dann war auch irgendwie klar, gut, klar ist ein Kinderspiel, natürlich explodiert die Bombe da nicht. Also ich meine, mit den ganzen Späßen, die es hier so gab, hätte man das jetzt nicht unbedingt ja, für bare Münze nehmen können, dass das nicht explodiert. Aber naja, gut. Ich hatte Hoffnung. Dann wollen wir sie mal befragen. Hallo. Na, was war in der Kiste? Uns interessiert vielmehr, wer dir die gebracht hat. Tja, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich musste gleich wieder in die Küche. Ihr wisst ja, mein Kuchen. Also, ein Mann war es. Mittelgroß, mittelschwer, mittelblond. Trifft auf halb Rocky Beach zu.
Ach ja, eine Sache ist mir doch aufgefallen. Er hatte 2 verschiedene Augenfarben. Er hatte 2 verschiedene Augenfarben. Okay, können wir jetzt Onkel Titus noch irgendwie befragen? Hallo. Ich habe euch doch aber schon gesagt, dass ich im Moment kein... Gut, können wir nicht. Passt. 2 verschiedene Augenfarben. Zwei verschiedene Augenfarben. Na gut, jetzt müssen wir dazu tatsächlich irgendwie gucken, dass wir die Leute nochmal finden, mit denen wir halt jetzt schon bisher zu tun hatten. Oder warte mal, lass mal zum Polizeipräsidium gehen. Vielleicht können wir da jetzt mit Inspektor Kotter darüber sprechen. Auch mit der Bombe und so. Hätte ich jetzt halt irgendwie Hallo, gesagt. Hallo, da seid ihr ja nochmal. Ist Inspektor Kotter schon wieder zurück? Ah. Leider nicht. Ich weiß auch nicht, wohin der wollte. Dann kommen wir eben später wieder. Just, Bob, los, lass uns gehen. Okay, also wir können dann schon nochmal herkommen. Ich weiß auch nicht, wohin der wollte. Gibt es irgendwas, wohin er gehen könnte? Fällt jetzt mal nichts ein. Traf sich zu Gesprächen im Weißen Haus. Also, okay, das hat man ja schon. 2 verschiedene Augenfarben. Was kann ich für euch tun? Wir haben nur eine Frage an Sie. Fragen kostet nichts. Ist Ihnen in der letzten Zeit irgendjemand Verdächtiges aufgefallen? Mir fallen jeden Tag irgendwelche Verdächtigen auf. Aber im Ernst. Neulich hat mich schon mal jemand ausgefragt. Und zwar über euch. Über uns? Genau. Komischer Typ. Hatte eine Narbe am Kinn. Hatte eine Narbe am Kinn. 2 unterschiedliche Augenfarben und eine Narbe am Kinn. Skinny Norris! Der alte Haderlump. Der alte Tu-nichts-gut. So, was haben wir da vorne? 2 verschiedene Augenfarben. Hier kann man ruckzuck einen Haufen Scheine machen, ne? Pack einen Dollar auf den Tisch und schon geht es los. Warte mal, vielleicht können wir ja dann mit ihm gleich sprechen. Ah, schade. Achso, es hat noch gar nicht angefangen. Ihr seid ja richtige Zocker, hä? So, zack, zack, zack. Wo schlummert das Kugelchen? Links. Ein Auge. Ah! Was war das? Der Typ hat wahrscheinlich auch nichts davon gewusst. Der ist schreiend weggelaufen. Irgendwelche merkwürdigen Dinge geschehen in Rocky Beach. Das war jetzt wirklich Zufall. Das wusste ich nicht. Okay, verschickt. Habe ich jetzt meinen Dollar wieder? Ey, der hat meinen Dollar mitgenommen. Das Schwein. Und einfach ein Auge hängt da. Oh, aber ich glaube, ich erinnere mich an den Fall. Ah, guck mal. Da haben wir ein paar Leute hier am Stissel. Schon wieder. Wir wollen Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Ich weiß nichts. Ich habe keinen gesehen. Ich habe keine Ahnung. Auf Wiedersehen. Die Musik ist geil im Hintergrund. Da haben wir jemanden. Sag mal, habt ihr irgendein Problem? Seht zu, dass ihr wegkommt, sonst macht ihr euch noch in die Windeln. Nee. Lass mich in Ruhe. Die schreckliche Auge. Ach, das ist der Dude. Die verdammte Glasauge her. Ah, ein Glasauge. Okay, also soll das vielleicht heißen, dass der eine Dude... Also, dass der Typ, der dafür verantwortlich ist, sich eines Auges entledigt hat? Ah, okay, das war also der Hütchenspieler, okay. Ah,
Haben wir hier oben noch irgendwas? Nee. Aber das Land ohne Wiederkehr hat man jetzt immer noch nicht gefunden, ne? Oder doch? Ah nein, das war hier Land ohne Wiederkehr und Neptun wird dir helfen. Aber das war natürlich nicht das, was ich da jetzt erwartet hatte. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Ne, ich glaube, hier sind wir gerade etwas fehl am Platz. Gut, da haben wir jetzt dieses Ding noch wahrscheinlich. Ja, genau. Ich dachte, da wäre irgendwie noch was hinter dem Brunnen, aber da ist tatsächlich jetzt gerade nix. Haben wir da jetzt irgendwas Neues? Ne, da haben wir jetzt auch nichts am Mülleimer. Okay. Ein Glasauge. Vielleicht der Eisverkäufer. Haben wir da vorne irgendwas? Nee. Ich denke nicht, dass wir da was haben. Aber dann lass doch mal eben noch mal kurz zur Tankstelle. Immer mehr Raben sind da oben drauf. Krass. Sagen Sie mal, waren schon immer so viele Vögel auf den Stromleitungen? Die Frage habe ich mir auch schon die ganze Zeit gestellt. Manchmal saß da oben die eine oder andere Krähe, aber das hier, das habe ich noch nie gesehen. Übrigens, heute Morgen hat jemand nach eurer Adresse gefragt. Wissen Sie noch, wie der Mann aussah? Keine Ahnung. Hier kommen so viele Leute am Tag vorbei. Ah, doch. Der Typ trug einen Ohrring. Also, blonde Haare, unterschiedliche Augenfarben. Oh, guck mal, da unten können wir jetzt reingehen. Da gucken wir jetzt gleich mal, was da ist. Und ein Ohrring. Was haben wir denn da unten? Ah. Nee, ich wollte eigentlich... Ach so, ich muss die alle da wegpacken. Verstehe nicht ganz. Ja, ich würde da jetzt vielleicht gerne runtergehen. Okay, was auch immer das war. Wirklich geholfen hat es nicht. Warte, lass noch mal eben hier reinschauen. Er hat einen Ohrring. Was glotzt ihr mich so an? Verschwindet, eure Mama wartet auf euch. Woher weißt du von unserer Mutter? Er hat auf jeden Fall schon mal einen Ohrring. Warte mal, wenn wir jetzt nochmal mit ihm sprechen. Sag mal, habt ihr irgendein Problem?
Seht zu, dass ihr wegkommt, sonst macht ihr euch noch in die Windeln. Okay, 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 okay. Das Glasauge konnten wir ja auch nicht mitnehmen. Das da mit dem, mit der Tankstelle, mit diesem Ding da unten drunter, das war jetzt schon irgendwie ein bisschen komisch. Warum konnte ich da denn jetzt die Bretter da abnehmen? So, und da habe ich irgendwie keinen Cursor. Also keinen mit so einer Hand. Okay, das heißt aber wahrscheinlich einfach nur, dass da irgendwie kein Ding war, wo man draufklicken konnte. Okay. Aber ich kann da unten auch so nichts tun. Also ich kann da kein nichts machen oder muss ich da irgendwas... Kann auch sein, dass ich irgendeinen Gegenstand brauche. So, ich kann jetzt hier aber auch erstmal nicht mehr weg. Warte mal, da gehen wir jetzt nochmal. Was könnte ich denn da gebrauchen? Kann ich hier irgendwas nehmen von den Sachen hier? Irgendeine Zange? Da fehlt irgendwas, aber können wir, glaube ich. Ah, wir hatten doch irgendwo. Wo hatten wir denn. Warte mal, wenn wir da rein. Irgendwo hatten wir doch mit Schrauben. Irgendwo hatten wir Schrauben, deswegen nehme ich gerade den Schraubenzieher mit. Irgendwo hatten wir doch ziemlich offensichtlich Schrauben. Traf sich zu Gesprächen im Weißen Haus. Hollywood. Nee. Können wir auch nichts damit machen. War das in der Zelle? Ach, hätte ich es einfach auf Police drücken können. Nee, eigentlich nicht in der Zelle, oder? Aber irgendwo hatten wir doch so Schrauben. Mit irgendeiner Abdeckung. Nee, da hatten wir jetzt auch nichts. Inspektor Kotte wieder da. Nee, ne? Okay, der einfach direkt wieder weggedreht. Sehr gut, danke. Wo waren die Schrauben? Da waren doch irgendwo Schrauben. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Hatten wir hier daheim irgendwas? Nicht. Ah, wo war das denn? Irgendwas war doch da mit Schrauben. Oder war das da an dem Dings hier? Nee, das meine ich eigentlich auch nicht. Okay, da können wir auch nichts dran machen. Nee, wir hatten doch... Irgendwo hatten wir ein Ding, wo ganz offensichtlich Schrauben dran waren. Nee, das meine ich auch nicht. Solche Schrauben, aber ich meine nicht diese Stelle.
sondern irgendwo hatten wir eine Stelle. Und ganz offensichtlich Schrauben dran sind. Boah. Hatten wir irgendwie sowas wie so eine Sprechanlage oder sowas? Also ich meine, ja, das goldene Ding da, aber noch irgendwas. Irgendwo waren doch... Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo, oder habe ich das irgendwie jetzt gerade aus irgendeinem anderen Spiel? Warte mal, war an der Kiste noch irgendwas? Nee, da kann man jetzt so nichts dran machen. Da kann man aber auch so an der Kiste nichts mehr machen. Okay. Schade. Wo hatten wir denn Schrauben? Es kann aber auch gut sein, dass ich das einfach gerade irgendwie durch ein anderes Spiel verwechsel. Dass ich da irgendwie, man kennt das ja, dass man da irgendwie dann denkt, dass Justus, Informationen... Peter und Bob. Und ich dachte, es sei der Briefträger. Oh, ich glaube, mein... Ah, ich glaube, mein Kuchen. Was ist denn mit dem Kuchen? Jetzt lass doch mal was rüberwachsen von dem Kuchen. Waren denn die Schrauben? Irgendwo war da was. Okay, zu Inspektor Cotter können wir immer noch nicht. Ihr habt Glück. Inspektor Cotter ist gerade wieder zurückgekommen. Geht nur durch. Ihr kennt euch hier ja aus. Sehr gut. Ah, tschakalaka. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Ne, so langsam. Bis wir zum nächsten Punkt kommen, wo es wieder beschissen ist. Und dann muss ich wieder spicken und dann... Naja, so ist das. Ich hoffe, das fällt nicht zu sehr auf. Das ist ja immer das, was ich mir dann denke. Ich meine, zu spicken und sich irgendwo einen Tipp zu holen, ist ja auch keine Schandtat. Auch nicht hier als YouTuber und als Let's Player. Es geht ja darum, dass alle irgendwie ein bisschen Spaß daran haben. Und da ist es, glaube ich, auch normal. Na, ich würde das, glaube ich, im echten Leben auch so machen. Oder, wobei, im echten Leben würde ich einfach Alt-F4 drücken. Bei nicht bei allem und nicht bei allem, was irgendwie ein bisschen schwerer ist. Aber sobald die Sachen einfach keinen Sinn mehr machen, dann schon. So, und jetzt machen wir erstmal ein kurzzeitiges Alt-F4 für euren Browser. Aber auch nur bis dahin, wo eine neue Folge rauskommt. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und wir sehen uns. Euer Kai. Ciao.